Ich habe mich für dieses Modul angemeldet, weil ich es besonders toll fand, dass man in der Schule die Gelegenheit bekommt, in die Imkerei hineinzuschnuppern. Und mich freut auch besonders, dass das Projekt an die jüngeren Klassen weitergegeben wird, weil das Modul auch nächstes Jahr wieder angeboten wird und diese dann an unseren Bienenstöcken weiterarbeiten. Und darüber hinaus hat es einfach sehr viel auch mit unserem Ansatz von Schule zu tun, nämlich Hand, Herz und Verstand. Ich fange mal mit dem Verstand an. Das heißt, viele der theoretischen Hintergründe werden eben in diesem Biologiemodul erarbeitet. Das zweite ist sicherlich die Hand. Das heißt, die Kinder sind in der Lage, auch tatsächlich dann Honig zu produzieren und den auch dankenswerterweise zu verteilen. Und schließlich und endlich entwickeln sie im Laufe der Zeit auch viel Liebe, das heißt viel Herzblut zu dieser Aktivität. Ich finde es ganz wichtig, dass die Schüler nicht nur praktisch arbeiten und auch natürlich die Theorie dahinter beherrschen, sondern auch den gesamten Lebenszyklus der Biene mitverfolgen, beziehungsweise auch alle Arbeiten des Imkers machen und lernen die ökologische Bedeutung der Bienen, also kennenlernen. Wir arbeiten auch mit dem Imkerverband Oberösterreich zusammen und die Schüler bekommen nach positivem Abschluss des Imkermoduls auch die Auszeichnung des Jungimkers. Und besonders gut gefällt mir daran, dass wir eigentlich sehr viel praktisch arbeiten und eben gemeinsam in der Gruppe arbeiten und auch handwerkliche Tätigkeiten, wie dass wir die Zargen selber bauen und so, ausführen und nicht nur der klassische Theorieunterricht wie in der Schule. Da merkt man es eigentlich mehr.